Grüß euch, Leute. Tauto wieder hier. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich weiß, ich bin spät dran mit dem Thema, aber es gibt Discord-Ranked-Server. Also es gibt Ranked-Server für den Sim, so um es genau zu nennen. Und zwar läuft das Ganze über Discord-Bots. Es gibt mittlerweile zwei Server. Es war anfangs nur einer davon in der Rede, was halt immer, einer war halt zuerst da und dann mittlerweile gibt es auch einen zweiten. Und aus Fairness-Kunde präsentiere ich beide natürlich. Ich blende sie euch mal kurz ein. So, da haben wir zum einmal hier den Ranked Sim League Server und hier auch nochmal den TCG Matchmaking Server. Und beide haben wirklich schön aufgebaut alles. Also hier haben wir zum Beispiel natürlich die üblichen Regeln natürlich für beiden. Hier auch natürlich die Announcement natürlich auch. Hier ganz schön. Auch schön unterteilt alles, das How to Play. Hier gibt es wirklich auch ein gutes Tutorial, wie ihr das im Sim macht, weil im Sim läuft das Ganze über Private Games. Da möchte ich dann auch noch ganz kurz darauf zukommen. Also ihr geht in ein Private Game, wählt hier euer Deck aus, dann Host Private Game. Oder wenn ihr schon einen Code kriegt, dann kriegt ihr Host Room. Das macht ihr alles über Text Channels auf diesen Servern. Und hier... Die Rank Queue ist halt schaut halt bei beiden Server immer ein bisschen anders aus. Hier zum Beispiel beim TCG Matchmaking sieht es hier so aus, der Server. Also hier unten Rank Queue. Beim Ranked Sim League ist hier die Queue for Match, wo ihr rein müsst zum Beispiel. Hier zum Beispiel auch, ich nehme das gerade Sonntagabends auf. Wir haben hier auf diesem Server 4764 Leute, davon spielen aktuell 92 hier. Wie gesagt, da der ein bisschen später ist, sind hier gerade mal 2231 Leute da, 316 Leute sind online und 34 spielen. Also wie gesagt, werde ein bisschen später anfangen. Was beide machen, beide Server haben, sind Giveaways an die Community. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, du musst 5 Spiele spielen, damit du an den Giveaways teilnehmen kannst. Und am Ende der Liga gibt es dann immer für die ersten Plätze gibt es dann auch Preise. Meines Wissens wird das vom Admin-Team hinter den Servern, von beiden Servern gesponsert. Also Hut ab, also wirklich Hut ab an den beiden dort. Und hier haben wir auch hier zum Beispiel das Tutorial natürlich. Und hier ganz wichtig, schaut auch immer hier im Sim, welche Sim-Version gespielt werden muss. Natürlich auf beiden Servern, also das müsst ihr immer schauen. Und natürlich haben sie auch in den Regeln, dass immer die aktuelle amerikanische Liga gespielt wird, also in dem Fall gerade Opinor 5 und ohne bestimmte Karten, weil wir, wo war das noch? Hier. Ne, war nicht hier. Im FAQ war das so. Hier zum Beispiel dieser Zorro darf zum Beispiel nicht gespielt werden, weil er bei uns noch nicht verfügbar ist. Dementsprechend ist er verboten auf den Servern. Bedenkt es bitte mit, genauso wie jetzt noch Opinor 6 wieder verboten sind. Und das Ganze, da das Ganze hier auf die aktuelle Meta ist, ist es wirklich ein wunderbares Tool für euch zur Vorbereitung für Utrecht, muss ich ehrlich sagen. Utrecht ist ja dieses Wochenende, also jetzt kommendes Wochenende. Ich bin dort als Judge, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns da mal zwischendrin mal kurz treffen. Also während den Runden könnt ihr kurz Hallo sagen natürlich, wenn ihr fertig seid. Aber bitte seid nicht böse, wenn ich jetzt gerade keine Zeit habe oder wenn ich mit euch quatsche. Das habe ich auch in Bielefeld gemacht, habe ich auch den Leuten gesagt. Also nur, dass ihr schon mal wisst, wenn ich mich so ein bisschen umschaue, auch ich muss meine Arbeit natürlich auch machen, wenn ich mit euch quatsche. Also ich muss mir umschauen, ob irgendwo ein Judge-Call reinkommt. Also bitte beachtet es. Also nehmt es jetzt nicht als Unhöflichkeit von mir. Ich muss einfach nur meinen Job ja auch machen als Judge. Aber dabei weiter hier zu den Servern. Wenn ihr könnt hier, ihr habt natürlich die Queue, wo ihr reinqueuen könnt. Hier bei den Fenster gibt es hier natürlich dann auch die Ergebnisse ein. Falls irgendwas nicht stimmt, dann meldet euch, dann macht sofort ein Ticket auf, Leute, auf jeden Fall. Und bei beiden Servern macht euch auf jeden Fall immer Screenshots von eurem Sieg oder wenn irgendwas falsch läuft, ich komme dann gleich drauf zu, weil leider da das über Private Matches läuft, leider lasst das Sim da ein paar Sachen zu, was halt leider nicht hier gut ist. Was bleibt noch sozusagen? Ja, ihr habt auf beiden Servern habt ihr eine Leaderboard, hier zum Beispiel sind auch Season. Hier ist zum Beispiel die zweite Season gestartet hier auf diesem Server. Ihr habt hier natürlich ein Leaderboard. Hier seht ihr gerade hier das Leaderboard. Wo haben wir es hier?
Ja, die haben auch hier einen deutschen Chat mittlerweile eingerichtet. Sehr cool. Hier haben wir das Leaderboard. Auch hier das Leaderboard zum Beispiel. Kann man sich anschauen. Warte mal, ich geh mal. Warum? Ah, hier. So, hier haben wir die Top 10 hier von diesem Server und hier die Top 10 von diesem Server zum Beispiel. So, dann war jetzt, das ist jetzt keine Werbung jetzt für irgendeinen Server. Schaut euch natürlich gerne um auf den Server, was ihr gerne möchtet. Die Sache ist die, auf den Ranked Sim League, da haben die Jungs von Asozial Podcast schon Werbung gemacht. Dementsprechend sind da hier, wenn ihr schaut, hier in der Liste sehr, sehr viele Five-Face-Leute da. Und ich vermute mal auch natürlich, dass bei ihren Aufrufen, also nach ihrem Podcast, haben die auch sehr viele andere europäische Spieler diesen Server gejoint natürlich auch. Also direkt, da er natürlich als erstes am Start ging, wahrscheinlich auch. Dementsprechend würde ich fast empfehlen, diesen Server hier zu nehmen, wenn ihr für europäische, wenn ihr vor allem gegen die Five-Face-Leute facen wollt. Ich kenne jetzt leider zu wenig Leute, aber ich vermute mal hier, dass hier mehr europäische Server-Leute unterwegs sind, aber ihr könnt es natürlich auch auf beiden Servern spielen. Also hier sind ja auch bekannte Namen dabei. Wahrscheinlich von den Namen her, von den Discord-Namen, bin ich leider zu wenig in der Meta drinnen. Vor allem bei den amerikanischen Spielern bin ich leider nicht so drinnen. Sorry dafür. Aber es ist, wie gesagt, bei beiden sehr sicher auch spielstarke Leute dabei. Ansonsten, ja, ist halt ein normales Ranked-Server. Ihr kriegt ein Matchmaking zugeteilt. Das kriegt sie dann Plus und Minus. Dementsprechend an gewissen Spielen kriegt sie dann natürlich die mehr oder weniger Q-Punkte. Ich glaube, es gibt noch kein gescheites System. Also ihr werdet, glaube ich, random zusammengemischt. Also es kann sein, dass ihr in viel höheren gerankt werdet oder an viel niedrigeren. Dementsprechend kriegt sie auch mehr oder weniger Punkte beim Sieg. Das habe ich soweit mitgekriegt. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz in den Sim kurz rein. Da gibt es eine Sache, wo ihr aufpassen müsst. Wie gesagt, da ist ein auf Private Matches ist, also ihr geht hier Private Matches, ihr seht es ja schon. Hier steht ja No Restrictions. Dementsprechend kann man ein bisschen Schindluder treiben. Wie hier zum Beispiel habe ich hier ein Nami-Deck mit 40 Karten, das lässt das Spiel zu. Oder ich habe zum Beispiel Katakuri mit nur 10 am Abend jetzt gemacht. Aber um euch zu zeigen, jetzt machen wir ganz kurz. Also hier zum Beispiel Nami mache ich hier kurz einen Mulligan. Dann hier bei Big Mom, bei Katakuri, ich habe jetzt wirklich nur 10 Amams reinnehmen. Also wenn ich jetzt einen Mulligan mache, habe ich wieder nur 10 Amams. Einfach nur, um euch zu zeigen, dass es möglich ist in Private Matches, dass ihr zum Beispiel 5 Copies von einer Karte drinnen habt. Also wenn ihr sowas entdeckt, zum Beispiel, dass ihr einen Katakuri habt mit 5 Big Moms oder hier zum Beispiel bei Nami, ganz wichtig, das Deck nach dem ersten Mulligan muss 40 Karten haben. Wenn hier zum Beispiel 30 Karten hat, ich weiß nicht, ob das Leute machen, aber wie gesagt, es ist leider möglich. Deswegen schaut immer darauf, direkt nach dem Mulligan, vor allem bei Nami-Spielern. Also ich will jetzt keinen Nami-Spieler verurteilen, aber schaut da, ob der wohl mit einem 50-Karten-Deck spielt und dann auszusehen mit einem 40-Karten-Deck oder weniger. Ja, damit sowas dann nicht passiert. Und wenn ihr sowas habt, sofort Screenshot machen, Admins, also Tickets schreiben, natürlich auf beiden. Oder natürlich auch hier mit den Big Mom. Ich glaube, bei den Big Moms könnt ihr auch helfen, dann den Battlelog zu speichern. Also wenn ihr zum Beispiel Sakazuki oder ein anderes blaues Deck schon ein paar Big Moms auf dem Bottom Deck habt, dass ihr da den Beweis habt. Weil wenn die nicht im Trash sind und ihr sie dann irgendwie mit denen auf dem Board screenshotten könnt, dann braucht sie fast den Battlelog, damit ihr sagen könnt, hey, der hat da 5 davon gespielt. Also das bitte hier beachten. Ja, ansonsten, das war es soweit mit diesem kurzen Video, also mit diesem kurzen Vorstellungsvideo. Wenn ihr Bock habt, kann ich auch gerne mal ein paar Ranked Match, also ich werde auf jeden Fall dort Ranked auch spielen. Und wenn ihr Bock habt, kann ich entweder Video oder ein Livestream drüber machen. Sagt es mir gerne in den Kommentaren Bescheid, ob ihr Bock drauf habt, sowas zu sehen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video oder spätestens in Utrecht. Bis dahin, ciao!